Herr Bulland, Sie haben heute eine Presseaussendung ausschicken lassen, die zum Teil wirklich schockierend ist, denn Sie sagen, nach 1,5 Wochen Schulbetrieb im Osten des Landes, also auch in Wien, stehen die Schuldirektoren kurz vor dem Kollaps. Die schreien um Hilfe, die können einfach nicht mehr. Es ist einfach alles zu viel. Also wir haben hier sehr viele Klassen in Quarantäne, das Contact Tracing, sehr viele Prüfungen, auch ob Veranstaltungen durchgeführt werden können. Also das wächst Ihnen über den Kopf, diese Situation. Können Sie mal erklären, wie es ausschaut und was Sie dazu bewogen hat, jetzt auch an die Öffentlichkeit zu gehen mit diesen Tatsachen? Ja, wir sind deswegen an die Öffentlichkeit gegangen, weil wir das Gefühl haben, dass der Dienstgeber von seiner Verpflichtung, fürsorgerisch für seine Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer einzustehen, wirklich in einen großen Abstand geraten ist. Das heißt, es wird Tag für Tag eine neue Aufgabenwelle auf unsere Schulen abgeladen. Und das trifft vor allem unsere Schulleitungen, die in den Pflichtschulen großteils ohne administrative Unterstützung oder mit einer sehr geringen administrativen Unterstützung diese Aufträge abzuarbeiten haben. Und Sie müssen sich vorstellen, dass unsere Schulleitungen wirklich emotional in dieser großen Verantwortung sich wirklich zerrissen fühlen. Denn ein Schulanfang ist an sich schon mit sehr vielen Arbeiten und sehr viel Einsatz begleitet. Und jetzt kommt ein Testregime dazu, das großteils nicht funktioniert. Es kommt dazu, dass wir für Schulveranstaltungen Risikoanalysen zu erstellen haben. Es kommt dazu, dass möglicherweise mit diesen neuen Quarantänevorschriften, die heute Nachmittag angeblich veröffentlicht werden sollen, dass damit das Contact Tracing natürlich auch an die Schulen hinaus verlagert wird. Und das kulminiert alles bei den Schulleitungen, die natürlich in ihren engagierten Lehrerinnen-Teams Unterstützung haben. Aber Sie müssen sich vorstellen, ich bin verantwortlich für die Gesundheit der Kinder und die Kolleginnen und Kollegen fühlen sich auch verantwortlich, haben aber andererseits den Auftrag, das Schuljahr wirklich auch pädagogisch in Schwung zu bringen. Denn es wird ja immer wieder gesagt, es gibt so viele Corona-bedingten Lernrückstände aus den vergangenen 1,5 Jahren. Da gilt es viel aufzuholen. Ja. Aber man ist zerrissen zwischen dem, was man für die Sicherheit alles zu leisten hat und andererseits für die Pädagogik. Man muss sagen, dass da und dort wirklich pädagogische Entwicklungen, pädagogische Arbeit brach liegt. Also hat man sich vielleicht das alles vorher nicht so wirklich überlegt? War es nicht so, dass die Lehrer auch eingebunden waren und die Direktoren in diesen Schulöffnungsplan vom Bildungsminister? Also da muss ich Sie leider enttäuschen. Ja. Anscheinend ist die sozialpartnerschaftliche Kompetenz dieser Regierung irgendwo einmal geschreddert worden. Es ist davon nicht viel da. Es hat im Juni erste Probeläufe gegeben, aber auch dazu hat es einmal eine Einbindung von Schuldirektoren gegeben, aber als die dann natürlich auf diverse kritische Details hingewiesen haben, hat es keine zweite Zusammenkunft mehr gegeben. Und ich sage mal so, natürlich, wenn man nach außen signalisiert hat, man hat einen Sommer wie damals und die Pandemie ist eigentlich vorbei und der Herbst wird nicht so schlimm werden, ja, dann ist es natürlich vollkommen klar, dass im Juni die Schulen nicht schon vorbereitet worden sind. Es hat nämlich damit begonnen, dass wir den Eltern natürlich Einverständniserklärungen übergeben mussten, damit überhaupt zustimmen, dass Kinder in den Schulen getestet werden. Diese Einverständniserklärungen konnten an vielen Schulen am Montag, am ersten Schultag, nicht vorhanden sein. Warum? Weil wir während den Ferien viele unserer Familien technisch oder aufgrund von Absenzen der Familien nicht erreichen. Das heißt, wenn ich muss doch schon gewusst haben
als Regierung. Ja. Gibt es ja genug Experten, die diese Regierung auch beraten, dass im Herbst die Pandemie weitergehen wird, dann hätte ich doch mit dem Zeugnis zumindest schon die Einverständniserklärung hinausschicken können. Und wir hätten am Montag in vielen Klassen vielleicht zumindest mit dem Antigentest beginnen können. Und so sind am Montag in der ersten Schulwoche eigentlich viele Klassen ungetestet mit der Maske gesessen. Und das bezeichnet man dann als Start einer Sicherheitsphase. Also es ist ja teilweise eine Phase. Ich glaube, vielleicht ist ein Grund auch, dass man von der Regierung ja eigentlich erwartet hat, dass wir bis zum Ende des Sommers sehr viel mehr Menschen durchgeimpft haben, dass die Zahlen nicht so stark steigen. Also da war man ja noch sehr optimistisch im Juni. Da haben sich auch viele Menschen noch impfen lassen. Da gab es einen Run auf die Impfungen. Jetzt ist das andere, ist es ja ganz anders verlaufen. Aber Sie haben recht, man hätte vor allem auch über den Sommer hinweg sich hier zusammensetzen können, auch beraten können, vielleicht mit den Lehrervertretern und den Direktoren. Gut, jetzt ist es so, wie es ist. Sie haben gesagt, die Tests funktionieren, das Testregime funktioniert nicht. Was haben Sie damit gemeint? Damit meine ich, dass natürlich, man muss ja unterscheiden, jetzt, wenn ich mal Wien herannehme, zwischen alles spült, das ist das System des Ministeriums, das in Wien nur in den Volksschulen zum Einsatz kommt, und in Österreich ansonsten an allen Schularten. Wien setzt aber ab der fünften Schulstufe alles gurgelt ein. Ja? Und beide Systeme haben ihre Tücken. Ja? Beim Wiener System alles gurgelt, ja, ist einmal ein riesiger Anfangsaufwand. Es müssen alle Taten der Schülerinnen einmal eingepflegt werden in dieses System. Das dauert so ungefähr bei 300 Schülerinnen 10 Stunden. Also das ist doch eine gewaltige Menge. Es ist nicht ein Knopfdruck, wo die Daten von einer IT-Maske in die andere hineinhüpfen, sondern das muss man teilweise mit Copy und Einsätzen machen, in Zeiten wie diesen. Ja. Und beim anderen System, wieder beim Alles spült, haben wir das Problem, dass viele Tests oder die Ergebnisse der Tests nicht rückgemeldet werden. Erst heute berichten wieder die Medien, dass es in Salzburg, in Tirol und in Kärnten da zu großen Problemen bei den PCR-Testungen gegeben hat. Also das sind schon sehr viele Hoppalas. Ja. Hoppala könnte man, sagt man, wenn man dem Ganzen ein bisschen sehr positiv milde gesinnt ist. Ja. Aber für diese Milde haben unsere Direktorinnen keinen Sinn mehr, denn sie werden für alles verantwortlich gemacht und dann muss man ihnen ein wirklich funktionierendes Setting, eine funktionierende Infrastruktur in die Hand geben. Alles andere ist wirklich eine Geringschätzung dieser Arbeitskräfte, denn wenn uns die zum Arbeiten aufhören und sagen, wir können nicht mehr, dann stehen die Schulen. Ja? Und dann bin ich neugierig, was Herr Fassmann und seine Bildungsdirektionen dann machen.